So, heyo Leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Schwarz Tauelog Challenge. Im letzten Part brachte uns mein wunderbarer Partner. Hallo! Hierher nach Septerna City und heute ist es mein Auftrag, diese Stadt hier mal ein bisschen zu erkunden. Mehr als das Pokémon Center haben wir ja noch nicht gesehen. Und da fangen wir gleich mit dieser Dame hier an, die nichts zu sagen hat. Eigentlich... Ja. Ach so, lol. Die Stadt besteht aus mehreren Lagern, kann man sagen. Sind es Lager? Ja. Und in manchen leben so Künstler. Es ist eine Kulturstadt. So eine kleine. Jo, liebe Freunde, Hallöchen auch von mir. Und ja, das sind wir wieder. Oh, gut, ich möchte jetzt, schon mal ankündigen, dass am Samstag bei mir, bei meinem Part, also der nächste Part, den ich jetzt aufnehme, kommt keine Facecam. Aus Gründen, die ich jetzt nicht erläutern werde. Einfach, ja, weil, müsst ihr mit klarkommen. Ja. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche bis jetzt. Es müsste ja Mittwoch sein für die Leute, ja, ne? Ja, es ist Mittwoch, genau. Ach und, so, ja. Okay. So ist es aufgebaut. Ich finde die Häuser ziemlich cool eingerichtet. Das stimmt, aber das ist wirklich ziemlich cool. Das sieht echt aus wie so eine Stadt. Das sieht halt echt ein bisschen so aus wie Studentenstadt. Genau. Das ist so ein Lager. Ja, man sieht's deutlich. Okay. Das hier ist eine Modedesignerin, der nichts mehr einfällt. Möbeldesignerin, die nichts mehr einfällt. Die hat schon genug gemacht. Ich glaube, hier sind wir hergekommen, oder? Ja. Eine schicke Stadt für junge Leute. Das stimmt. Ja, tatsächlich. Studenten. Studenten und Kulturstadt, bla. Ja, wer ist denn? Genau deshalb freue ich mich eigentlich auch so drauf, hier wegzuziehen, ohne Scheiß. Ich will einfach auch mal eine Stadt, wo ich was erleben kann. Ja, ohne hier, Spaß. Hier ist halt nichts. Lol. Erding, also da wo ich wohne, jetzt habe ich jetzt gerade gemütet, wo ich wohne, habe ich dich schon mal? Scheiße. Also jeder, der dich auf Skype sucht, würde es sehen, ja, sagen wir es mal so. Gut, aber keiner sucht mich auf Skype. Ja, also wie gesagt, ja, da wo ich wohne, ist ein bisschen abseits von einer ganz bekannten Hauptstadt München. Und ich muss sagen, München ist, also es sind zwar viele Menschen und die öffentlichen sind, also ich hasse ja öffentliche Verkehrsmittel und Menschen. Same here. Also same so viele here. Menschen. Aber... Und mir ist gestern, also ich hatte ja, das kann ich jetzt hier in der Aufnahme so ganz kurz sagen, ich hatte gestern eine Verabredung und da ist mir aufgefallen, wie schön München eigentlich ist. Wir sind da aus so einem kleinen Kabuz, das ist so ein wirklich ganz, ganz kleiner Laden, so ein Schokoladen, so ein heißer Schokoladen. Ich habe Zauberwasser bekommen. Ja, apropos Zauberwasser, genau. Also da gibt es statt Kaffee, gibt es Schokolade und du kannst die selber machen. Du hast da so kleine Tüten gehabt, da waren so Schokoteile mit Holzlöffeln drin. Und dann hast du diese Teile in so eine warme Milch reingemacht, also in so eine heiße Milch reingemacht. Und dann hast du selber so umgerührt, bis die Schokolade sich halt, ich sag mal, aufgelöst hat. Und dann war es halt ein Schokoladendingens. Ja, und das hat ziemlich geil geschmeckt. Und dann, als wir da raus sind, sehe ich so den, beim Marienplatz, den... Ich sag jetzt mal Dom oder was es ist, dieses schöne Gebäude und dahinter ist ja auch nochmal so eins und es sah echt schön aus. Also ich denke mir so, es ist im Verhältnis zu anderen großen Städten eigentlich gar nichts, aber es ist trotzdem schön und München ist ja doch irgendwo auch eine Kulturstadt. Und ich merke da, wie ich und Chitani haben ja vorher noch ein bisschen geredet, liebe Zuschauer. Na, das wollte ich eigentlich gerade auch erwähnen. Also das, was er hier jetzt kurz anreißt, ich habe es mir aufgeschrieben, wir haben wirklich 27 Minuten drüber geredet. So ja. Genau können wir das hier jetzt natürlich nicht mehr ausführen, zumal nee. Das eben auch nicht wirklich für eure Ohren bestimmt ist, denke ich mal. Es tut mir wirklich leid, genau. Ist eben leider so. Es gibt Dinge, die sind nur, die sind, das nennt man privat. Ja, das stimmt. Was ich jedenfalls sagen wollte, dass, du hast ja gesagt, du hast ja irgendwie gemerkt, dass du ein bisschen was verpasst hättest. Und ich habe selber, als ich diese Schönheit von München und von meiner Verabredung gesehen habe, habe ich gemerkt, ich habe auch sau viel verpasst. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt meinen Lebensstil um 180 Grad umändern werde, aber ich muss ich ja nicht, aber ich will mehr... Also jetzt nicht von der ganzen Welt sehen, aber mehr von draußen, mehr mitkriegen, was ist da los. Und ja. Warte mal, ich glaube, da gibt es so einen kleinen Bug da drin, und zwar diesen unsichtbaren PC-Bug. Geh mal, ich bin mir nicht sicher, ich muss den jetzt aus Erinnerung rausrufen. Dreh dich mal, nee, stell dich mal da auf diesen roten Teppich, aber geh nicht raus. Gut, Moment. Jetzt sprich mal. LOL.
Da scheint die Randvoll mit Pokémon-Artikeln zu sein. Scheint die Randvoll mit Pokémon-Artikeln zu. LOL. Geil, Alter. Ich kannte den Bug noch. Geil. Das ist ein ganz berühmter Bug. Ich weiß nicht, ob der in den Originaleditionen drin war. Ich glaube, bei denen, wo die Originaleditionen released wurden, da war der Bug, glaube ich, schon drin. Die haben dann wahrscheinlich die nächsten Versionen wahrscheinlich das rausgefixt. Außer die haben ihn nicht gefunden, das kann auch sein. Hier ist übrigens irgendwo ein Superball. Ich möchte hier nochmal ganz kurz eine Sache anmerken. Ja? Hört ihr die Änderung im Theme? Ihr hört, dass jetzt ein Akkordeon spielt und der Typ sitzt hier. Ich finde es einfach saugeil, dass sich das Theme über die Stadt hinweg ändert. Das ist richtig geil. Da liegt ein verstecktes Item übrigens. Das weiß wo ich jetzt genau? Bei dem Typen. Du musst bei dem rechten Tisch. Genau, hier irgendwo, da wo du stehst, irgendwo um dich herum. Okay. Vielleicht bei der Pflanze. Ja, es wäre jetzt auch so. Vielleicht ist es sogar in der Pflanze. Nö. Vielleicht weiter vor dem Typen. Vielleicht ist es genau vor ihm. Moment. Nee, so nicht. Irgendwo da, ja. Nee, ja, keine Ahnung. Wenn wir Itemradar haben, später. Ach, wir gucken einfach, wenn wir Itemradar haben, nochmal. Ja, egal. Würde ich sagen. Genau. Ja, so, ich würde sagen, wir schauen uns mal das Museum da an, oder? Das ist das Museum? Dann gehen wir rein da. Ja, das ist das Museum. Oh shit. Da habe ich ihn getriggert. Ja, oh, habe ich dir ja schon gesagt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu überrascht. Du hattest, glaube ich, ich hatte gelesen, den, ja. Ne? Genau. Mein Anliegen ist es, Dinge zu sehen, die anderen Leuten verborgen bleiben. Ich kann Menschen lesen. Tja, das kommt mir bekannt vor, ne? Ja. Oh mein Gott. Ich möchte die Wünsche der Pokémon in ihren Pokébällen sehen. Ich will den Wahnsinn des Trainerdaseins erkennen. Es laggt gerade ein bisschen, sorry. Und ich will eine Zukunft sehen, in der die Pokémon glücklich und zufrieden sind. Diesen Wunsch teilst du doch mit mir, nicht wahr? Jetzt muss ich dich ja auch fragen, ne? Weil wir sind ja beide hier drin gefangen. Teilen wir diesen Wunsch? Also ich teile diesen Wunsch auf jeden Fall. Ich auch. Das ist gut. Ich verstehe. Dann erlaube mir an deinem Beispiel zu überprüfen, ob es mir zusammen mit meinen Freunden möglich ist, gegen dich zu gewinnen. Und einen Blick auf eine solche Zukunft zu erhaschen. Oh mein Gott, auf welchem... gegen ihn. Ja, auf welchem Level ist er jetzt eigentlich? Ich glaube 12 bis 14. Okay, na gut, das geht ja dann. Also er nimmt ja die Pokémon aus der Umgebung und da hat er meistens das schwächere, also nicht so starke Level. Zumindest am Anfang. Okay, gut, Level 13. Gut, dass ich Brave vorne habe, by the way. Ja, ich habe jetzt Chitani hier mal ein bisschen reingeloggt, ein bisschen Spannung, ja, weil ich weiß nicht, ob es jetzt... Nee, ich hab das schon vorher gelesen, aber eigentlich... Ja. Ja. Ach komm, Kraftschub, da kann ich im Zweifelsfall noch merken. Brave, der macht es schon. Brave macht schon. Brave entwickelt sich ja bald, ne, mit dem Level-Up jetzt. Oh. Das wird cool. Ich glaube, Level 15 war's. Ich liebe Terrybug. Also Yorkie und Terrybug sind echt vom Aussehen her richtig ja, cool. Ja, aber dann eben... Aber dann wird's komisch. Und sterben elendig von ihrem Aussehen her. Ja, definitiv. Das ist nicht so schön. Ja, Level 16. Was? Warte, ist es 15 oder 16? Ich erkenn's gerade nicht, weil man beschützt. Es ist Level 16, scheiße. Nee, ich meinte die Entwicklung. Ach so. Schade. Also müssen wir doch noch ein Level warten. Ja, gut, komm. Ich mache jetzt einfach noch einen Silberblick. Oh, der kann Rauflist als versteckte Fähigkeit haben. Das ist auch geil. Das wäre nice, Alter. Aber kriegen wir halt leider nicht. Es war aber auch, glaube ich, erst seit Schwarz und Weiß 2 möglich, in-game Pokémon mit versteckten Fähigkeiten zu bekommen. Durch die Lichtungen, die in Schwarz und Weiß 2 hinzugefügt wurden. Die gibt's hier leider nicht. Bei den Lichtungen gab's dann immer, also... Gut, aus unserer Perspektive jetzt wird es dann Pokémon geben, die versteckte Fähigkeiten haben können. Oder da liegen Items drin. Man muss halt Glück haben. So, das ist down. Brave wäre fast gestorben. Warum? Nee, definitiv nicht. Ey, guck mal, der hat noch... Der ist noch ganz frisch, der Junge. Ja, oh, nee. Warte mal, ich guck einfach mal kurz. Schau mal nach, aber du bringst ihm die Scheiße nicht bei. Nee, mach ich nicht. Kannst du vergessen, gut, 85 sorry. Genauigkeit ist ja Bullshit. Sorry, ich hab's mit Body Slam verwechselt. Ja, Body Slam wär episch gewesen. Body Slam wäre geil. Ich verwechsel die beiden Finale. Immer. Body Slam wäre fast ein finaler Move gewesen, einfach, weil der 30% Paralyse ist halt konzeptuell. Praktibalk. Ja. Praktisch Praktibalk. Oh, das ist ein Kampf-Pokémon. Ja, überleg mal, welche Pokémon ich hab. Denk mal drüber nach. Oh. Nee, oder? Ja, ich muss weiterkämpfen. Warte, geh mal. Du kannst ja immer noch zurückgehen. Geh mal auf Wechseln. Hast du bloß die zwei? Ja. Exakte Mord. Scheiße. Aber da muss ich jetzt mit Brave drin bleiben. Warte mal, schau mal kurz Persephone, ne? Ich weiß gerade die Angriffe nicht. Also, lol, warte, die Attacken. So, Attacken, ja.
Das kannst du knicken. Ich muss mit Brave drin bleiben. Ja, du musst Brave als erstmal. Oh mein Gott. Nein. Wieso schauen wir uns nie die Trainer an? Der kann, glaube ich, schon Fußkick. Aber der kann. Der egal dürfte, wie der dürfte Steinwurf hat er auch schon drauf. Aber egal wie ich es auch drehe. Schon nach, frag die Welt. Alles klar. Was? Oh. Das war sehr gute Vorbereitung. Ja, wir sind richtige Lappen. Wir haben erstmal eine halbe Stunde lang gelabert, aber uns nicht vorbereitet. Das ist natürlich auch nice. Okay, Praktiball Level 13, 5. Gen. Das ist so. Oh das Gott, das wird ja immer besser. Der kann Fußkick mit Level 12. Fuck my life. Und Geduld, jawohl. Hat das eingesetzt? Nee, Energiefokus. Es ist viel besser. Wow. Wie viel Schaden macht normaler Tackle? Ich muss jetzt einfach gucken. Gut, ich bin zumindest schon mal schneller. Aber es macht tatsächlich gar nicht. Du bist doch geboostet. Oh mein Gott. Zum Glück wiegt Yorkliffe nichts. Ja. Hätten wir jetzt einen Terrybug, wären wir am Arsch. Sag mal eine Frage. Meinst du? Sein Crit würde jetzt 22 machen. Nee, 12. 24. Das heißt, wir dürfen nicht überleben, wenn du jetzt Kraftschub machst. Okay, gut, dann gehe ich auf Kraftschub. Du kassierst. Boah, Alter, es ist so. Dieses Praktibalk, ne? Es tut mir jetzt voll leid, Alter. Das, ich wusste auch nicht, dass du ein Praktibalk. Okay. Na, lecker. Na, lecker, lecker. Geil. Der Crit killt. Ich kann jetzt aber. Na, selbst wenn ich heile, der Crit würde mich jetzt trotzdem killen. Ja, du musst angreifen. Ich muss angreifen. Beste Hoffnung. Brave, bitte. Alter, mach. Brave. Oh, gut. Ja. Alter. Okay, ich muss jetzt. Ich muss danach jetzt aber auf Persifia wechseln. Ich habe da keine Alternative zu. Weil mit zweifach gedroppter Defense bleib ich nicht drin. Auf keinen Fall, das mache ich nicht. Er hat einen Schallkorb, das greift mit Blubstrahl an. Okay. Blubstrahl, Kanon, das sind spezielle Attacken. Der dürfte nichts Physisches haben. Ich schau nach. Ja gut, Gehirn die... Natürlich im... Wie ist das Viech jetzt? Schallkorb. Schallkorb, irgendwas mit S, ja. Ich wechsle trotzdem auf Persifia. Ja, mach mal. Mir ist wohler dabei. Ja, es kann auf jeden Fall schon Blubstrahl, Kanon, Superschall und entweder Heule oder Blubber auf Level 1. Also weiß nicht, was es verlernt hat. Okay. Blubstrahl. Ja, das ist 65. Aber ich soll das halt trotzdem tanken. Das wäre seltsam, wenn nicht. Schritt. Oh, perfekt. Ja. Persifia, wer da? Super Persifia. High five. Boah, Alter. Sieh mal, der Raum macht gar keinen Schaden so richtig. Ja, jetzt der Blubstrahl. Aber auch wenn es. Auch wenn es. Ja. Ich wusste es ja, ne? Okay. Ich tank ja theoretisch noch einen weiteren. Ja. Oh Mann. Ich sehe Lippel sterben gerade. Mach auf. Hör auf, Alter. Ich glaube. Um mein Leben. Oh. Hä, warte mal, warum ist er eigentlich schneller als ich? Speedteil, glaube ich. Ja, du hast ihn weggekriegt. Persifia, du bist die Beste. Oh mein Gott, Alter. Raus. Noch kann ich die Zukunft nicht sehen. Die Welt von morgen bleibt ungewiss. Alter, mein Herz, mein Herz. Der nächste Jesus. Der nächste Messias. Mit Freunden, die mich im Moment umgeben, könnte ich niemals alle Pokémon in die Freiheit führen. Das ist jetzt aber hart. Das ist jetzt aber echt hart, muss ich sagen. Noch komme ich nicht auf die Formel, mit der sich das Los der Welt ändern ließe. Was ich brauche, ist Macht. Macht. Eine Macht, mit der ich die ganze Welt auf meine Seite bringen kann. Alles klar, ey. Und ich weiß auch schon genau, wer diese Macht für mich bereithält. Zekrom, das legendäre Pokémon, das einst zusammen mit dem Helden die Lüfte einmal. Die Lüfte, lol, hä, wieso? Ich dachte, er kommt jetzt, sorry. Das einst zusammen mit dem Helden die Einer-Region gründete, so, ja. Okay, ich selbst werde zum Helden aufsteigen und wir werden Freunde sein. Alles klar. Nimm's mir nicht übel, aber ich würde erstmal heilen gehen. Ja, da kannst du leider nicht durchlaufen. Das sieht aber echt so aus, muss ich mal gerade sagen. Ja, es sieht halt echt so aus. Es würde noch öfter so aussehen. Das Problem ist halt... Alter, der N hat gerade ein bisschen...
War wieder spannend so. Also ein Glück, dass die KI so scheiße dumm ist. Ja. Das war wirklich Glück, Leute. Vor die KI macht immer das Schlauste, wenn wir schon tot. Ja. Also wenn die KI predikten könnte, wir wären tot. Schon lange. Ja, das ist ja nicht so geil. Keine KI kann einen menschlichen Spieler ersetzen. Das ist nun mal einfach so. Ja. Nee, ersetzen sowieso nicht, weil der Mensch, also irgendwann ist die KI vielleicht schlauer als der Mensch, aber dann macht der Mensch ja trotzdem Fehler und dann, ja. Boah, es riecht gerade so gut, weil es gleich Essen gibt wahrscheinlich. Ich hab aber ja, aber da habe ich hier rechts, die ist ganz wichtig, da können wir unsere späteren Fossilien, rechts. Rechts, ja, Alter, ich hab's gehört. Und links, rechts, da kann man die Fossilien wiederbeleben. Das ist sehr, sehr nice. Das ist wirklich nice. Yo, was ist denn hier los? Museumsführung. Unglaublich. Wollen wir die machen oder... Ja, musst du. Okay, gut. Nee, ich meine, wollen wir die vorlesen, meinte ich jetzt erst. Hätte ich jetzt. Ja, ja, den kannst du vorlesen. Gut, okay. Halbwegs. Unglaublich, am Deck auf dieses Skelett genügt und ich bin hin und weg. Guten Tag, ich bin Baldur, der stellvertretende Direktor hier. Wollen wir die Gelegenheit vielleicht für eine kleine Führung nutzen? Er fragt mich nicht mal. Ja. Da wäre zum Beispiel dieses Skelett hier. Es stammt von einem Drachen-Pokémon. Als es am Himmel seine Kreise zog und die Welt bereiste, muss es wohl irgendwann ein Unglück ereilt haben. Und so ist es dann über die Zeit zu einem Fossil geworden. Im Stehen übrigens, ja. Ja, safe. Safe. Es ist genauso ausgegraben worden. Glaube ich auch. Da links ist ein Amaldo-Stein. Ja, das stimmt, das ist Amaldo, das erkennt man. Ja. Dieser Stein ist einfach die Wucht. Das ist nämlich ein Meteorit. Der trägt sicher irgendeine Energie aus dem Weltraum in sich. Deoxys confirmed. Ja, echt mal. Das hier, hier wurde die dritte Generation schon confirmed, der Remake. Ja, in der fünften, ach so, das Remake. Ich dachte schon, in der fünften Remake. Gen wurde die dritte Gen confirmed. Das Remake wurde hier nochmal, ne? Na gut, in der ersten Gen wurde auch schon Somnium confirmed, haben wir das ja schon. Den musst du jetzt richtig super und ironisch vorlesen. Das hier ist einfach nur so ein gewöhnlicher alter Stein. Auch wenn er irgendwo in der Wüste gefunden wurde, ist und bleibt er einfach nur alt und auch wertlos. Wir stellen ihn deshalb nur aus, weil er so wunderschön ist. Okay. Ja, darauf kommen wir in 50 Parts nochmal zu sprechen, Baldur. Ja, glaube ich auch. So. Ich spoilere mal nix. Das ist die Pokémon Arena. Nice, Alter. Eine weiße Wand. Im hintersten Winkel der Arena wartet die ebenso starke wie liebenswürdige Areneleiterin. Und falls du es noch nicht wusstest, es handelt sich um eine Frau, Aloe. Vor allen Dingen... Hallo, Vera. Vor allen Dingen, er hat jetzt eigentlich durch seine Wortwahl unbewusst ausgeschlossen, dass Arenaleiter Frauen sein können, wenn er es nochmal explizit erwähnt. Das heißt, er geht davon aus, dass wir so ein richtig sexistisches Arschloch sind. Das ist ein richtig... Was ist los mit dir, Mann? Baldur ist richtig schlimm zu uns, ja. Ja. Ohne Mist? Sprich mal das Mädchen kurz an. Ich weiß nicht, ob dir irgendwas Wichtiges sagt. Ich glaube nicht. Okay, das deckt sich jetzt ein bisschen mit Baldurs Aussagen. Die hiesige Arenaleiterin widmet sich der Erforschung von Fossilien und Pokémon-Knochen. Okay. Ah, okay. Das macht auch Sinn, dass sie dann in einem Museum ist. Übrigens hier in der fünften Gen, ich glaube, da war das erste Mal so. Nee, das sagen wir im nächsten Part dann. Passt schon. Eine Maske, die von den Menschen früher als irgendwas getragen wurde. Kapuriki confirmed! Was? Ey, das. Ey, jetzt aber echt mal, das sieht dem gar nicht mal so unähnlich, oder? Das könnte es fast sein. Eine Steintafel, der den Schiff noch nicht entziffert wurde und es auch nie wird, weil es unwichtig fürs Spiel ist. Nice. Okay. Die Knochen von Quaggers Mutter. Tragos Mutter. So viele seltene Dinge an einmal zusammengefasst. Blablabla. Egal. Sorry, ja, es ist ja eigentlich egal. Aber nur Bullshit. Ja, ja, nee. So, jetzt, ja, geh weiter. Also ohne Scheiß, ne? Wenn mich ein Unglück ereilt, dann stehe ich noch genau so da. Genau so. Oh, mit diesen Worten würde ich... Nein, war's schon. Okay. Nee, eigentlich haben wir die Folgenzeit fast voll. Also wir müssen jetzt bei 19 Minuten sein. Und mit diesen Worten, ja, das hättest du jetzt eigentlich genauso ausblenden können. Perfekt. Und mit... Jetzt kannst du es nicht mehr. Jetzt ist es verkackt. Ja, jetzt habe ich es verkackt. Ne? Ja, und Leute, er hat's verkackt. Ne? Lasst einen Daumen runter da und dann sehen wir uns im nächsten Part. Haut rein. Ja. Ja, wünsch ich euch auch. Ja. Also tschüss, schaltet ab. Also ihr könnt ja euch jetzt entscheiden, entweder ihr gebt mir einen Daumen runter für das verkackte Ende, oder ihr gebt mir einen Daumen hoch, oder ihr gebt mir einen Daumen hoch für den Kampf gegen N. Ja, genau. Aber bitte begründet eure Wahl in den Kommentaren in vollen Sätzen unter Beachtung der Tatsache, dass ich Kopfschmerzen habe und es trotzdem gemeistert habe. Oh ja, oh ja. Ja gut, dann... Wollen nicht so lange reden.
Nee, gut. Ey, bitte, Leute, ihr könnt mir auch übrigens einen Daumen hoch dafür dalassen, dass wir mal die Länge von 20 Minuten nicht komplett überschritten haben. Also, Leute, in diesem Sinne. Macht's gut. Ciao.